bei diesem Tanz und die Leidenschaft auf einer ganz anderen Ebene beim Pasadobel. Andrei Zaitsev und Anna Kuzminskaya. Die Klänge des Pasadobels sind allbekannt. Es wird eigentlich sehr selten eine andere Musik gewählt als die, die wir hier hören. Aber der Rhythmus passt hier ganz genau. Diese durchchoreografierte Schrittkombination. Der Arm des Herrn immer wieder einmal in der Höhe. Das soll auch eben die Stellung des Torero in der Wettkampfarena zeigen. Miha Modica und Nadja Bitschkova. Slowenien gefällt mir sehr gut. Auch das zweite Paar aus Slowenien. Wirklich sehr gut. Und der zweite Heat des Pasadobel. Gerade bei diesem Tanz spielt der Gesichtsausdruck, generell der Ausdruck, eine große Rolle. Natürlich müssen die Bewegungen, die Schritte, die Körperlinien und der Takt passen, aber hier schauen Sie, wie selbstsicher Alexei Silde hier den Torero darstellt. Entschlossenheit in seinem Blick. Es ist wichtig, hier das richtige Maß an Theatralik zu finden. Denn es kann schnell dann einmal passieren, dass man die ganze Geschichte ein bisschen überzeichnet. Und das wirkt dann aufs Publikum ein bisschen sehr gekünstelt. Aber das richtige Maß an Ausdruck und Leidenschaft, das gehört bei diesem Tanz natürlich dazu. Auch wenn es rein von der Wertung für die Paare hier vielleicht nicht um Weltranglistenpunkte geht, es geht vor allem darum, die Form zu überprüfen. Zu schauen, wie geht's mir eine Woche vor der Weltmeisterschaft? Was muss ich noch ändern? Wo können wir noch feilen?